Ja, hallihallo zurück auf der Normandy. Und in der letzten Folge haben wir ja mit unseren Crewmitgliedern gesprochen. Um mal so ein bisschen herauszufinden, wie sie so drauf sind, ob sie noch zu einem stehen. Und die gute Tali, da sind wir jetzt angekommen, die fehlt uns ganz einfach noch. Und wir werden mal ganz kurz auch mit ihr quatschen. Oh, hallo Shepard. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normandy, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können sie nachts gut schlafen? Man gewöhnt sich daran. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist wahr. Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Aber sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Alles klar. Okay, und ich glaube, den Techniker Adams, den brauchen wir erstmal nicht. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ich weiß nicht. Nee. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Alles klar. Okay, wir gucken hier auch gleich mal nach unseren Aufträgen. Noveria. Das Interesse der Gate. Der Rat hat berichtet. Er hat Bericht erhalten, nachdem die Gate ein Interesse an der Forschungskolonie der Unternehmen auf Noveria haben. Der Rat will die Gründe dafür erfahren. Noveria, dann werden wir mal zur Karte. Wir werden mal schauen, dass wir vielleicht mal Noveria ansteuern. Oh, ja, okay. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe mich verlaufen. Aber dem ist nicht so. Es wäre natürlich fatal, sich auf dem eigenen Schiff verlaufen. Wobei es ja auch gar nicht so groß ist. Gut. Also. Ups. Da lädt er. War schon fast ziemlich lange. Dann schauen wir mal, ob wir Noveria finden. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Alles klar, dann hat sich das gerade erledigt und wir gehen in den Kommunikationsraum, um uns die Nachricht anzuhören. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer Sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Okay. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard.
Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Gut, dann hat sich das ja gerade erübrigt mit Noveria. Und wir werden einfach mal... Was ist das denn hier? Saren ist auf der Suche nach der Röhre, einem uralten Relikt aus der Zeit der Auslöschung der Proteaner. Die Visionen, die ihnen durch den Sender auf Eden Prime in ihr Bewusstsein gebrannt wurde, lassen sie vermuten, dass die Röhre eine Waffe ist, mit der die ganze Galaxie ausgelöscht werden könnte. Saren muss aufgehalten werden, ja, das wissen wir ja. Und wir werden jetzt einfach mal nach Würmeier. Tja, so schnell kann's gehen. Mal gucken, ob wir das jetzt auf die Schnelle auch gleich finden. So, herauszoomen. Ach, da oben ist sie schon. Okay. Tja, dann wollen wir mal hin. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Sagen Sie mir einfach, wie ich Sie aufhalten kann, Admiral. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Tja. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber Sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir Sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Machen wir doch gern. So, dann werden wir mal landen. Tja, was machen wir? Ich will nicht langweilig erscheinen, aber wie gesagt, diese beiden, der Rest und die Ashley, die, ja, die Ashley wollte ich sowieso immer mitnehmen. Und der Rest ist ein guter Tank, also. Ich lasse es noch einmal dabei. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob man das mal irgendwie tauschen kann. Also der Caden, der ist mir, ich weiß, will nicht sagen unsympathisch oder so. Sie ist gerade erst dazugekommen, die Liara. Der Garrus, ja, ich weiß auch nicht. Und Tali. Zwei Frauen an einer Seite. Oh Gott. Schreibt mir in den Kommentaren, ob man das mal ändern sollte oder ob es euch egal ist und ich halt praktisch diese Gruppe beibehalten kann. Ich mache jetzt erstmal weiter. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Der Joker geht mir echt so ein bisschen auf den Sack. Also, Entschuldigung, Leute. Aber sowas Arrogantes. So, dann schauen wir mal. Eine Menge Rot. Bisher noch alles ganz einfach, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern. Schießen die eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Ich baller da einfach immer so drauf.
aber es wird gleich losgehen. Kaboom, weg ist er. Mal schauen. Ich steuere ja eigentlich genau auf einen zu. Da. Bisher alles noch sehr easy. Aber das wird sich mit Sicherheit gleich ändern. Aber merkt ihr was? Ich komme schon mit dem Fahren. Was mit dem MG besser? Etwas. Erledigt. Erledigt. Oh man, normalerweise müsste man hier schon fast Kamikaze machen. Erledigt. So. Mal gucken, was hier gleich abgeht. Auf jeden Fall sind wir rein Navikarte ein bisschen in die falsche Richtung unterwegs. Aber wie wir ja kennen. Okay. Wie wir ja wissen, führen viele Wege nach Rom. Gerade ein Treffer. Ja. Fahren wir mal weiter. Ein wirklich leichtes Spiel, hätte ich beinahe gesagt. Aber irgendwas sagt mir, dass sich das hier gleich ändern wird. Das haben wir auch. Fahren wir mal hier durch. So, wie war das jetzt mit dem Reparieren? Tödüm, 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 tödüm. Reparieren, reparieren. Zeig ich mal einmal ballern. Und nochmal reparieren. Okay, geht noch nicht, ist noch nicht voll. Dann ballern wir halt einfach mal. Von hinten. Ey, ist ja wohl gar nicht. So, reparieren. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Was ist jetzt los? Bin ich explodiert oder was? Nicht wirklich, oder? Bitte, Leute. Nein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Dann schnell, schnell wieder dahin, wo wir hin wollten. Ja, das ist, wenn man so ein bisschen kamikaze-mäßig unterwegs ist. Die Situation etwas unterschätzt. Aber ich glaube, wie ich bewiesen habe, passiert mir das nicht mehrmals hintereinander. Alle guten Dinge sind immer drei. Komm schon.
dabei soll es eigentlich auch bleiben, dass ich nicht mehr Versuche brauche. Sonst wird es immer peinlich. Weiter geht's. Gut, und ein bisschen Glück sind wir dann auch gleich wieder da, wo wir gerade waren. Schauen wir mal. Oh. Tja, das Schöne an der ganzen Sache ist, man sieht hier eigentlich keine Gegner. So, ich glaube, das war's schon mal wieder. Bisschen was ist hier noch irgendwie? Oh, 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 da. Der ist down. Und der ist down. Und weiter geht's. So, hier waren wir auch schon. Hier oben. Kriegen wir den? Den kriegen wir. Und weiterhin sehe ich erstmal keinen. So, da wir jetzt halb voll sind. Also was heißt halb voll? Kann ich nicht regenerieren. Ah, wir sind im Kampf und dann kann ich nicht regenerieren. Bisschen komisch. So, geht's jetzt? Nee, es geht nicht. Ich weiß auch im Moment nicht warum. Vielleicht sind wir auch noch gar nicht so kaputt. So, da machen wir es diesmal etwas vorsichtiger. Feuer, 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 genau. So, Schutzschild von dem Typen ist schon mal weg. Und ich denke mal, beim nächsten Mal haben wir ihn. So, ich sehe hier erstmal keinen weiter. Wir sehen auch noch richtig gut aus. Ich gehe auch diesmal ein bisschen vorsichtiger vor. Geht zurück. Gut, geschafft. Wunderbar. Uns ein bisschen erwischt. Aber wir sehen immer noch gut aus.
Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo es hier hingeht. Oh. Niedergestreckt, okay. Bin ja schon mal sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil es immer noch rot ist. So, schauen wir mal. Das sieht man hier auch schon wieder. Oh, da ist was Großes. So, da gehen wir auch mal die Sache wieder ein bisschen langsamer an. Wie schön, dass ich hier keine Anzeige habe. Das ist natürlich nicht so schön. So, und da schießt er. Und er verfehlt uns. Ich weiß im Moment nicht, die Anzeige von dem Typen wird überhaupt nicht angegeben, also. Aber es sieht mir so, als wenn wir ihn geschlagen hätten. So, bin ja echt mal gespannt, was hier auf uns zukommt. An der Karte wird uns nichts angezeigt, außer dass hier Feind überall ist. Hm. Ach, du ahnst es nicht. Wer bist du denn? Aber gerade so vorbei. So, wir sehen trotzdem immer noch richtig gut aus. Ich will auch nicht überhastet an die Sache rangehen. Tja, geht's jetzt da lang? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Ich habe hier immer noch rot. Und solange wie rot ist, kann ich auch nicht speichern. Das ist das Blödeste an der ganzen Sache. So, und jetzt... Guck mal schon. Du kommst hier nicht ran, genau. So, wir sollen ja die Feinde alle ausschalten. Also kutschieren wir hier erstmal durch die Gegend. Oh! Ja, wir nutzen die Chance. Es ist kein Feind mehr zu sehen. Wir nutzen die Chance und machen hier mal eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, denn hier geht es ja ordentlich zur Sache. Und ich glaube, es wird nicht lange auf sich warten, bis die nächsten Feinde hier auftauchen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen bis hierhin. Mir sehr. Und ich würde mich freuen, wenn du auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Mass Effect. Also, bis dann. Tschüss.